Robert? Weiß Rick, dass ich startbereit bin? Ja. Was hast du vor? Auf diesem Schiff läuft noch einiges mehr ab. Ich will es mir mal näher ansehen. Oh. Was soll denn das? Ich habe noch einiges draußen. Was ist denn passiert? Ich bin einfach abgehauen. Mein Vater ist sauer, weil ich für dich arbeite. Hat er dich vor die Tür gesetzt? Früher oder später musste das ja mal passieren. Ich kann mir vorstellen, wie du dich fühlst, aber ich bin wütend geworden und da habe ich ihm erzählt, dass ich mit dir zusammen bin. Ah, schade, dass ich nicht dabei war. Hör zu, vielleicht hat dein Vater recht und du solltest nicht weiter für mich arbeiten. Und bitteschön, und hier einfach so einzuziehen bei mir, finde ich auch nicht so gut. Das habe ich auch nicht geplant. Ich wollte ja auch nur für... Also ein, zwei Tage von mir aus gern, aber länger auf keinen Fall. Das möchte ich nicht. Eine Beziehung, die gerade noch am Anfang ist, geht leicht in die Brüche, wenn man ständig zusammen ist. Aber das weißt du ja selbst. Kelly, du hast von Anfang an gewusst, worauf du dich da einlässt. Du weißt, wie ich bin, nicht wahr? Und vielleicht wäre es besser, du kämst zur Vernunft und würdest einsehen, dass ich den Ärger nicht wert bin. Natürlich, Sie können kommen, wann Sie wollen, jederzeit, von mir aus. Selbstverständlich. Ich freue mich, Sie wiederzusehen. Also dann? So nicht, Boss. Also entweder ich gehe oder dieser Hirni da draußen. Das Schiff ist bis morgen tipptopp sauber. Haben wir uns verstanden? Noch was? Wir sind gerade dabei gewesen, diese Kiste an Bord zu tragen und da fällt sie diesem Idioten runter. Ich verstehe nicht. Wo ist sie denn jetzt? Auf dem Meeresgrund. Das kann doch nicht wahr sein. Doch. Das hat gerade noch gefehlt. Doch. All die Karten und das Zeug werden jetzt irgendwo an Land gespült. Ja, so wird es wohl kommen. Minutenbau, dann sind Sie hier wieder raus, klar? Langsam verschwinden. Hat Fandi ihn erzählt, an wen er alles überschrieben hat? Ja, er hat ein paar Dumme gefunden. Organisiert hat das, glaube ich, ein Anwalt, wenn ich nicht irre. Aber ich weiß nur von einer Frau, wie hieß die denn bloß, sag ich Ihnen gleich. Und wer der andere Partner ist, weiß ich nicht. Jedenfalls hat er Partner. Sascha Schmidt, das könnte der Name gewesen sein. Immer wieder erstaunlich, wie schnell Sie einschlafen können. Da sind Sie zu beneiden. Dann willst du jetzt sicher keinen Kaffee, oder? Ach, wieso? Der Abend ist noch nicht um. Ach. Die Kinder vermissen dich sehr. Sie sehen mich jeden Tag. Mhm. Na klar, Sie wissen, dass Sie einen tollen Vater haben. Es hat sich für Sie aber vieles geändert in Ihrem Leben. Darauf hat sich jeder von uns einzustellen. Ja, sicher. Das Ganze war ja nichts, was aus irgendeiner Laune heraus entschieden wurde. Und es lässt sich auch nicht bei einer Tasse Kaffee ungeschehen machen. Es war keine gemeinsame Entscheidung. Du hast sie ohne mich getroffen, Cruz. Sollen wir jetzt wieder anfangen herauszufinden, wessen Schuld es war? Nein, ich will auf gar keinen Fall mit dir klären, wer schuld war. Schließlich habe ich ja auch die ganze Zeit so getan, als wäre alles in Ordnung. Aber zwischen uns ist gar nichts geklärt. Und das hat nun wirklich nur an mir gelegen. Seit ein paar Wochen sehe ich einige Sachen in einem anderen Licht. Viele Dinge erscheinen uns eigenartig. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir so plötzlich wieder allein leben. Das wird anderen genauso gehen. Cruz. Entschuldige mich eine Sekunde. Egal, wer es ist, ich schicke ihn weg. Ich komme! Tut mir leid, aber es ist Cruz. Entschuldige die Störung. Ich komme gerade von Travis. Ich brauche deine Hilfe. Kannst du mitkommen?
Ich komme gerade von Travis und brauche deine Hilfe. Kannst du bitte mitkommen? Ich kann jetzt nicht mitkommen. Glaub mir, ich würde hier nicht auftauchen, wenn es nicht wichtig wäre. Ich sagte, es geht nicht. Na gut, dann beklag dich aber nicht, wenn wir ihn verlieren. Cruz, wenn es für dich wichtig ist, Könntest du bitte draußen warten? Tut mir leid. Hast du ihr gesagt, dass du hier bist? Wir ermitteln in diesem Fall zusammen. Zu zweit, ja? Was für ein Zufall, schaffst du es nicht allein? Tja, wie soll ich dir das im Augenblick klar machen? Wolltest du nicht über was anderes sprechen? Nicht so wichtig. Letztens hast du gesagt, dass du die Dinge nun ganz anders betrachtest. Ja, und du hast geantwortet, dass ich mich wiederhole. Das hast du falsch verstanden. Ach so, ja. Sie wartet draußen auf dich. Unser Gespräch führen wir dann ein anderes Mal. Wenn du es so willst. Ja, sicher. Ich kann warten. Na gut. Ich danke dir dafür. Bis bald. Es ist alles in Ordnung. Julia, ich dachte, du hattest vor, Derek abzuholen. Ich war im Hotel, aber er war nicht da. Oh, dann werde ich gleich im Waisenhaus anrufen und nachfragen, ob er vielleicht... Da ist er auch nicht. Ich habe den Hotelmanager gefragt und mir scheint es, als wäre er ganz überstürzt abgereist. Was? Wieso denn? Was hat er nur vor? Im Grunde genommen wissen wir nicht gerade viel über Derek. Ich habe ganz vergessen zu fragen, ob Handtücher oder Aschenbecher verschwunden sind. Nehmen Sie, das ist die letzte. Danke. Halten Sie sich warm. Ich glaube, die Vorräte reichen für heute Abend. Und die Restaurantbesitzer haben mindestens 4-mal so viel gespendet, wie wir normalerweise verbrauchen können. Gut, gut. Wir brauchen noch mehr Kleidung und mehr warme Decken. Also, ich habe die Fernseh- und Radiostationen angerufen und die haben mir versprochen, öffentliche Spendenaufrufe zu senden. Gut, wir sind hier in Santa Barbara für so einen Kälteeinbruch einfach nicht vorbereitet. Aber wir tun unser Bestes. Ich dachte mir, dass Sie die brauchen könnten. Ach, da haben Sie völlig recht. Vielen Dank. Sie sind unsere Rettung. Gern geschehen, bitte sehr. Sagen Sie mal, sind Sie Derek Griffin? Ich wollte, Sie hätten mich nicht gefragt. Natürlich, Sie engagieren sich doch für das Kinderheim. Ich bin Michael Donnelly. Und das ist Greta McAdams. Es ist uns eine Ehre, Sie bei uns zu haben. Nein, nein, die Ehre liegt bei mir. Ich meine, Sie sind so etwas wie Vorbilder für mich. Wie können Sie sowas sagen? Aber sicher. Ich sammle nur Geldspenden, während Leute wie Sie die wirklich wichtige Arbeit leisten. Ich bin überzeugt, dass Sie für Danielle und Albert auch eine neue Familie finden. Ja, das ist wahr. Wir haben tatsächlich eine gefunden. Oh Gott, das sind gute Neuigkeiten. Es ist eine sehr nette Familie. Wirklich nett. Es ist schön, dass sich die Capwells an dieser Hilfsaktion beteiligen. Ehrlich gesagt tun sie es nicht. Ich habe sie mir vom Capwell Hotel geborgt. Geborgt? Die menschenfreundliche Bezeichnung für gestohlen. Gut, dass ich Sie treffe, Mr. Capwell. Mason, Sie sollten zur Abwechslung mal was Sinnvolles tun, anstatt sich in wilde Spekulationen zu verlieren. Ja, zum Beispiel Diebe einfangen. Laut Wetterbericht soll es heute die kälteste Nacht werden. Und als ich den vollen Wäscheschrank sah, dachte ich mir, nimm Sie mit. Es wäre eine Schande, Sie bei dieser Kälte nicht zu verteilen. Und so haben Sie natürlich beschlossen, in Ihrem philanthropischen Leichtsinn das Hab und Gut anderer Menschen einfach umzuverteilen. Wie lange hätte es wohl gedauert,
um dem Hotelmanager klarzumachen, dass diese Decken da draußen benötigt werden. Wahrscheinlich so lange, bis die ersten erfroren wären. Ich bringe sie gewaschen und gefaltet wieder zurück. Sie kennen mich, Sie kennen meine Schwester. Sie hätten uns fragen können. Dann frage ich Sie jetzt und möchte Ihnen versprechen, dass ich hiermit die volle Verantwortung für Ihre Decken übernehme. Ein weiteres Argument für das... Aber meine Herren, wie Sie hier doch auch, wollen Sie hinaus? Es ist doch völlig unnötig, sich zu streiten, nicht wahr? Völlig unnötig. Soll ich Ihnen diese geborgten Decken bezahlen? Womit denn? Ich habe schon von Ihrer Vorliebe gehört, ungedeckte Schecks auszustellen. Sie wohnen im Hotel ja gratis. Umsonst? Für nichts. Mit Ihrem Einverständnis. Ich denke, Sie überstrapazieren unsere Gastfreundschaft, um endlich mal wieder in die Schlagzeilen der Boulevardpresse zu kommen. Wenn Sie sich weigern, den Leuten diese lumpigen Decken zu geben, dann bringen Sie sie doch in Ihren Hotelzimmern unter. Gratis, umsonst. Geh mal bitte. Entschuldigen Sie mich. Mr. Griffin, wenn ich kurz unterbrechen darf. Ich glaube, ich habe eine Lösung. Denken Sie doch an die Publicity. Ich sage einfach, dass das Capwell Hotel die benötigten Decken gestiftet hat, okay? Was geht uns das an, Michael? Obdachlose gehören einfach nicht zu unseren Kunden. Kann es sein, dass ich überempfindlich bin oder haben Sie überhaupt kein Herz für diese armen Menschen? Es war KSB-Fernsehen. Ja. Wir wollen heute die Story unter dem Aufmacher Die Mörderkälte senden, originell nicht. Na ja, ist doch gut. Na, jedenfalls soll daraus ein Bericht über das Gemeindezentrum und die zahlreichen Obdachlosen werden. Und das entscheiden die so einfach am grünen Tisch, oder wie? Entschuldigung, aber mir kommt es ein bisschen spät vor, dieses Thema anzupacken. Was wird aus dem Bericht über minderjährige Prostituierte, die Drogen an Transvestiten an FKK-Stränden verkaufen? Nichtsdestotrotz sind sie daran interessiert, Derek zu interviewen. Woher wissen die, dass er hier ist? Ich hab's ihnen gesagt. Beiläufig. Also hatte ich doch recht. Genau so sieht der Selbstdarstellungsstil unseres neuen Lokalheiligen aus. Wenn es den Frierenden da draußen hilft, die heutige Nacht zu überstehen, dann ja. Dann benachrichtige ich die Presse. Es ist nur zu schade, Capwell, dass Julia nicht hier ist. Sie hat nämlich im Gegensatz zu Ihnen ein Herz. Ja, ihr Faible für Wanderprediger verführt sie zu Leichtsinn. Hm. Derek Griffin? Ja. Haben Sie diese Decken aus dem Capwell Hotel gestohlen? Aus dem Hotel? Ja, ich habe sie genommen. Wenn das alle sind und Sie sie zurückbringen, wird die Anzeige fallen gelassen. Ich befürchte, das ist unmöglich. Sollte ich gegen das Gesetz verstoßen haben, so verhaften Sie mich. Ganz einfach. Er hat dem Hotel keine Adresse hinterlassen. Und was hat die Polizei dir gesagt? Er soll ein paar Wolldecken gestohlen haben. Ich weiß nicht, du kennst ihn doch wahrscheinlich viel besser als ich. Würdest du vermuten, dass er aus dem... Entschuldige mich eine Sekunde. Linda, was willst du hier? Ich habe heute frei. Zieh dir den Pelzmantel an. Wir haben einen Termin. Hast du mich nicht verstanden? Ich habe heute frei. Ja, ich auch. Mein Freund wollte mit mir zur Offroad Car Show auf dem Ausstellungsgelände. Da startet ein Truck. Der überspringt ganze 12 Wagen hintereinander. Was denn für ein Termin? Ach... Diese Kältewelle, über die sollen wir einen Bericht machen. Wann werden die endlich aufhören, mich für den Wetterfrosch zu halten? Julia, das ist Linda Boyer, sie ist eine unserer Kamerafrauen. Hallo, freut mich sehr. Können wir den da eigentlich aufnehmen? Ein paar Bilder von Thermometern oder irgendeinen fragen, ob es ihm kalt genug ist? Nein. Jemand kam auf die Idee, dass wir beide etwas über das Gemeindezentrum und die dortigen Obdachlosen drehen sollen. Ich kann das auch gut alleine. Ein paar eindrucksvolle Bilder von Leuten in Wolldecken beim Essen und... Brian könnte dann den Kommentar drauf sprechen, wenn er sich nicht wie immer versprechen würde. Du sagst es. Aber dann hat sich dieser Derek Griffin eingeschaltet und... Können Sie mir sagen, wo Mr. Griffin sich zurzeit befindet? Wieso? Haben Sie noch Geld von ihm zu kriegen? Er ist jetzt also im Gemeindezentrum, oder? Soweit ich weiß, ja. Was will er im Gemeindezentrum, Linda? Keine Ahnung, vielleicht verteilt er lokulische Spezialitäten. Egal, wir müssen jetzt gehen. Der Motor läuft noch, sonst kriege ich die Karre nachher nicht mehr an. Ich bin gleich Alles klar. Und ich wollte so viel erledigen. Was wird aus dem Gespräch heute Abend? Ach, wieder nichts. Ist irgendwas zwischen dir und Cruz vorgefallen? Ah, fast. Aber das ist nicht so wesentlich. Na, sag schon, was gefällt dir nicht? Dass ich so machtlos bin. Es liegt alles an ihm. Ich kann ihm nur mitteilen, was ich mir wünsche oder erträume. Ich habe das Gefühl, dass Cruz nur das von dir hören will. Dein Verhältnis mit Robert ist doch zu Ende, oder? Natürlich. Ich weiß nicht einmal, ob das Wort Verhältnis überhaupt zutreffend ist. Ich weiß nur, dass er mich gebraucht hat und ich für ihn da war. Ich weiß nicht, ob man das nun ein Verhältnis nennen kann. Hoffentlich ist es nicht zu spät. Ich bin nicht der Ansicht, dass eine Ehe scheitern muss, nur weil die Umstände für einen Partner dazu führen, dass er mit einem anderen geschlafen hat. Du warst immer ehrlich zu Cruz und du hast ihm nie etwas verheimlicht. Julia,
Es geht niemanden etwas an, aber ich habe nicht mit Robert geschlafen. Oh. Entschuldige, ich weiß. Das haben alle von mir gedacht. Das hast du Cruz doch wohl erzählt. Ja, sicher, aber was hilft das? Nur mal so angenommen, wenn Mason zu dir kommt und sagt, weißt du, Julia, da ist eine Frau, in die ich mich verliebt habe, aber ich habe nicht mit ihr geschlafen. Meinst du, du würdest es einfach runterschlucken? Es wäre für mich ein Schock, doch ich würde drüber hinwegkommen. Wäre das der Sinn einer Beziehung? Ich hätte dann wenigstens Vertrauen zu ihm. Das ist der Grund, weshalb unsere Beziehung nicht mehr funktioniert. Ich kann ihm einfach nicht mehr vertrauen. Ich meine, wäre er ehrlich zu mir gewesen, von Anfang an, und hätte dann gesagt, es ist vorbei, könnte ich ihm glauben. Solltest du uns beschatten, dann tarne dich gut. Er wird überhaupt nichts mitkriegen. Ich werde jeden Atemzug von ihm verfolgen, und solltest du in Schwierigkeiten geraten, bin ich da. Nein, nein, auf keinen Fall trage ich dieses Mikrofon. Was willst du überhaupt? Wessen Fall ist das eigentlich? Es ist deiner und ich helfe dir dabei. Also halt die Klappe und bedanke dich. Ich bin schon ziemlich lange bei der Polizei, Herr Inspektor. Ach ja? Wie lange denn, Inspektor? Ich habe noch nie so ein Ding getragen und ich werde es sicher auch nicht tun. Dann wird es aber Zeit, sich daran zu gewöhnen. Ich will es nicht. Ich bin auch nicht erst seit gestern dabei, aber eins sage ich dir. Ohne dieses Ding gehst du mit diesem Kerl nicht in den Pferdestall. Bei dem weiß man nie, ob er dir jeden Moment an die Gurgel geht. Und was mache ich dann? Dich im Autorückspiegel beobachten? Du machst es noch gefährlicher für mich, als es schon ist. Ach, was du nicht sagst. Wenn Travis das Kabel sieht, dann denkt er bestimmt nicht, das wäre ein neuer BH. Der guckt in deinen BH? Ich hab nur gesagt, dass wenn irgendwas schiefläuft, er drauf kommen könnte, dass ich ein Cop bin oder für die Polizei arbeite. Ich werde dir einen Rat geben. Behalte deine Sachen an. Dann ist seine Chance, wirklich etwas zu finden, sehr minimal. Gleich null. Und findet er trotzdem was, stürze ich mich in Windeseile auf ihn und mache ihn fertig. Ich bin gerührt. Nicht auszudenken, dass er schon wissen könnte, dass du ein Cop bist. Ich sage dir, ich habe eine Menge Zeit mit ihm verbracht. Er weiß rein gar nichts. Entweder das oder der hat dir genauso was vorgemacht wie du ihm. Du scheinst deine Hormonschübe nicht gerade im Griff zu haben. Ich stehe auf Macho-Männer, wie die meisten Frauen auch. Aber einen Schutzengel brauche ich sicher nicht. Ich weiß genau, welche Wirkung mein Büstenhalter bei Verbrechern hat. Vielen Dank. Ich würde nicht wetten. Entweder du machst das Ding jetzt an, oder ich muss es für dich tun. Also Mr. Griffin kam hier einfach mit den Decken hereinspaziert? Ja, aber man muss das als eine selbstlose und mitfühlende Geste gegenüber den Obdachlosen dieser Stadt verstehen, die der Gefahr des Erfrierens ausgesetzt sind. Nur, die ganze Sache wurde schrecklich missverstanden. Wer war dafür verantwortlich, dass Mr. Griffin von der Polizei verhaftet wurde? Ich weiß nicht, ob Sie das senden wollen. Könntest du jetzt rausgehen und vielleicht noch ein paar Außenaufnahmen machen? Ich wusste, dass du das jetzt sagst. Sieh an. Sie wollen sicher nicht, dass die Öffentlichkeit erfährt, dass Mason die Polizei gerufen hat. Ich verstehe. Mason versucht also, Derek zu verklagen. Als Verantwortlicher des Hotels, ja. Ich finde, du gehst zu weit. Zieh sofort die Anzeige gegen Mr. Griffin zurück. Ich bin nicht überzeugt davon, dass er das möchte. Ihr Mann bringt anscheinend gern unbescholtene Bürger ins Gefängnis. Bitte? Sie waren doch derjenige, der ganz wild darauf war, sich von der Polizei Handschellen anlegen zu lassen und dann sein Profil in die Mason. Kamera gehalten hat. Das stimmt. Du hättest ihn sehen sollen, als die Polizei eintraf. Es war unmöglich, wer eine Diva. Frag Michael. Derek, mir ist das wirklich sehr peinlich. Können wir gehen, Mr. Griffin? Darf er nicht erst seinen Anwalt anrufen? Oder vielleicht jemanden, der ihm die Haare föhnt, bevor er vor die Kamera tritt? Entschuldigen Sie bitte, ich bin Julia Wainwright, der Rechtsbeistand von Mr. Griffin. Seit wann? Seit eben. Er hat nach keinem halt Rechtsbeistand gefragt. Ich möchte ihn einen Moment allein sprechen. Wir sind hier nicht im Gerichtsgebäude. Noch nicht. Warum willst du ihn allein sprechen? Wir beide wissen doch, was er getan hat. Du bist derjenige, den ich allein sprechen möchte. Oh, in diesem Fall werde ich meinen Einspruch zurücknehmen. Es ist das erste Mal, dass ich ins Fernsehen komme. Entschuldigen Sie mich, Derek. Natürlich. Wäre es Ihnen unangenehm, wenn ich Sie um ein Interview bitte? Es scheint mir gerade das Einzige zu sein, was die mir erlauben. Gut, Linda, sind wir soweit fertig? Es kann losgehen. Kamera läuft. Mr. Griffin, was brachte Sie dazu, aus dem Capwell Hotel Decken ohne jegliche Erlaubnis mitzunehmen? Ich konnte einfach nicht anders. Wie bitte? Ich habe als Mensch gehandelt. Als Mensch gegenüber anderen Menschen. Das ist meine Verantwortung, finde ich. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sind Sie ein Philanthrop. Das ist nur ein Wort. Vorhin hat mich Mr. Capwell als Kommunist beschimpft. Das ist mir völlig gleichgültig. Es gibt nur eins für mich. Wenn etwas gebraucht wird, von dem ich genug habe, dann gebe ich es her. Auf die Art gerät man mit dem Gesetz in Konflikt, aber die Armen sehen das anders.
Der Mann hat gegen das Gesetz verstoßen. Er wollte nur den Obdachlosen helfen. Er hätte ihnen auch eine Fußpflege anbieten können. Ich finde das ganz richtig. Oh, und hältst du es auch für richtig, dass der Herr nur denen behilflich ist, die anderen ihre Bettwäsche klauen? Nun sag mal ehrlich, kommst du ohne die paar Decken gar nicht mehr aus oder wolltest du gerade heute in ihnen schlafen gehen? Er hätte fragen können. Das hat er eben nicht für nötig gehalten. Vermisst du mich so, dass dein Verstand gelitten hat? Hast du nicht schon genug für ihn getan? Du bist ihm behilflich gewesen, diese Kinder einreisen zu lassen. Und obendrein habe ich auf deinen Wunsch hin seine Papiere in Ordnung gebracht. Denkst du, ich weiß nicht, was zwischen euch läuft? Versuchst du etwa so, einen Rivalen loszuwerden? Aha, endlich gibst du zu, dass du etwas für ihn empfindest. Manchmal bleibt mir bei dir der Atem weg. Ich danke dir. Officer, ich denke, man sollte ihn jetzt zum Polizeirevier bringen, damit er sich endlich der hungrigen Presse stellen kann. Sie werden ihn nirgendwo hinbringen. Sie werden diesen Mann nicht verhaften. Diese Anzeige ist ja lächerlich. Bevor Sie diesen Mann hier mitnehmen, müssen Sie mich erst verhaften. Hier ist ja richtig was los. Nicht zu fassen. Ich habe noch nie erlebt, dass eine Polizistin sich so anstellt. Auch für dich gibt es irgendwann ein erstes Mal. Jetzt halt endlich still. Hast du eigentlich immer diese Dinger zu Hause? Das muss praktisch sein. Wenn du die Katze rauslässt, weißt du immer, wo sie ist. Ich habe keine Katze. Und das hier wäre viel einfacher, wenn du stillhalten würdest. Ich kann nichts dafür. Es passiert einfach, wenn ich nervös bin. Du und nervös? Die Frau aus Stahl? Nein, du machst mich nervös. Ich bin schon so lange an Travis dran. Ich kann mir keine Nervosität mehr leisten. Dazu wird es auch nicht kommen. Ich bin ja immer dabei. Und mit diesem Ding wird die Aktion wesentlich ungefährlicher. Wirst du uns die ganze Zeit abhören? Vom Auto aus. Test 1, 2, 3, 4, 5. Sieht es so aus, als wenn ich schon die Kopfhörer auf hätte? Ich wollte nur den Ausschlag der Nadel beobachten. Das ist ein sehr empfindliches Mikrofon. Es gibt jede Bewegung von dir genau wieder. Also sing nicht hinein. Sonst kann ich nicht feststellen, ob Travis die kleinste Berührung erlebt. Kann man damit auch meinen Magenknurren hören? Da bin ich absolut sicher. Ich mache keinen Quatsch. Wenn irgendwas passiert und er sieht dieses Ding, dann will ich, dass du sofort verschwindest und ihn mir überlässt. Ich will keine Helden. Verstanden? Ja, Sir. Das ist mein Ernst. Okay, ich verspreche es. Gut. Wir haben eine Stunde, um sicherzugehen, dass alles klappt. Von mir aus kann's losgehen. Behalte die Jacke lieber an. Es könnte sehr kalt werden. Wir haben eine Stunde, um sicherzugehen, dass alles klappt. Von mir aus kann's losgehen. Behalte die Jacke lieber an. Es könnte sehr kalt werden. Tja, von mir aus kannst du jetzt noch aussteigen. Das Einzige, wovor ich im Moment Angst habe, ist, dass du so nett zu mir bist. Ich bin nicht nett zu dir. Ich bin vorsichtig. Ach, wirklich? Da fühle ich mich gleich viel sicherer. Es will mir einfach nicht in den Kopf, wie man sich für so etwas verhaften lassen kann. Du hast die Sache doch so eskalieren lassen. Für mich hast du dich noch nie verhaften lassen. Entschuldigen Sie bitte, könnte ich einen Augenblick mit Ihnen sprechen? Du willst doch diesen Blödsinn nicht ernsthaft in aller Öffentlichkeit breittreten. Ich würde gerne etwas dazu sagen. Oh, Linda? Wir drehen. Wir sind hier im Gemeindezentrum mit Julia Capwell. Sie hat absichtlich die Polizei bei der Ausübung ihrer Pflicht behindert und ist dafür verhaftet worden. Sie werden also mit Mr. Griffin zusammen ins Gefängnis gehen? Ja, sie ist seine Anwältin. Dort kann sie ihm von Nutzen sein. Die Anzeige gegen Mr. Griffin ist lächerlich. Wenn ich das nur demonstrieren kann, indem ich ins Gefängnis gehe, dann tue ich das. Aber Mr. Griffin leugnet diesen Diebstahl doch gar nicht, oder? Nein, Mr. Griffin verließ das Hotel am helllichten Tage durch das Portal des Haupteingangs. Er hat überhaupt nicht versucht, die Decken zu verbergen. Mr. Capwell hat ihn dabei beobachtet und anstatt sie ihm wieder abzunehmen, ist er ihm bis hierher gefolgt und hat dann die Polizei benachrichtigt. Mr. Capwells einzige Absicht ist es, offensichtlich zu verhindern, Mr. Griffin als human erscheinen zu lassen. Wie beurteilen Sie Mr. Griffins Methoden? Nun, ich begrüße Mr. Griffins Motive. Diese Angelegenheit hätte am besten gleich bereinigt werden müssen. Das hätte vieles vereinfacht. Wären da nicht die Interessen meines Ex-Manns gewesen? Ich bin Ihr derzeitiger Ehemann. Das mit dem Ex kannst du vergessen. Jetzt ist Schluss. Wir müssen gehen. Bringen Sie sich meinetwegen nicht in Schwierigkeiten, Julia. Das dürfen Sie nicht. Hey, warte mal. Wieso werde ich denn nicht interviewt? Das soll wohl ein Scherz sein. Die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, meine Meinung zu hören. Gehen Sie jetzt oder nicht? Wir brauchen noch etwas Material, wenn wir auf dem Revier drehen wollen. Okay, ich werde den Wagen in Schwung bringen. Du das. Habe ich nicht das gleiche Recht wie jeder andere Bürger? Mason.
Hör zu, ich werde dich nicht interviewen, denn es ist für dich besser, nicht in dem Bericht zu erscheinen. Du würdest wie ein Hornochse aussehen, denn du benimmst dich wie einer. Ich wusste, dass du auf seiner Seite stehst. Und das muss ich mir von einer Frau sagen lassen, die vor Geiz kochte, wenn sich ihre Schwester nur einen Kamm ausbeute. Mit dem Gerede, was bezweckst du denn nur? Glaubst du, Julia kommt wieder zu dir zurück, wenn du dich so verhältst? Sieh doch richtig hin, sie ist im Gefängnis mit Derek. Ja, und dort wird sie so lange bleiben, bis die Kaution von jemandem aufgebracht wird. Aber wenn nun niemand bereit wäre für sie... Das ist eine tolle Idee. Vielleicht wird dir endlich klar, wie sehr sie dich liebt, nachdem du sie eingesperrt und den Zellenschlüssel weggeworfen hast. Fantasie ist noch nie deine starke Seite gewesen. Ach, weißt du... Eden, bitte vergessen Sie nicht zu erwähnen, dass die Bevölkerung auch weiterhin dazu aufgerufen ist, für die Obdachlosen zu spenden. Aber natürlich, wir bringen den Aufruf zu jeder vollen Stunde. Ach, vielen Dank, danke. Schon gut. Tja, am Ende scheint es doch etwas genützt zu haben. Ich gratuliere Mason. Ich meine, die kleine Geschichte über die Obdachlosen ist zu einer großen Inszenierung geworden. Zu einem moralischen Lehrstück, in dem Sie die 7 Todsünden darstellen. Sie sind neidisch, weil Sie nicht auch verhaftet worden sind. In Ihren romantischen Fantasien sehen Sie sich und Julia gemeinsam aus einer Schüssel schlürfen. Im Übrigen, behalten Sie die Decken. Wovon redet er überhaupt? Das weiß ich genauso wenig wie du. Ich meine das, was er über dich und Julia gesagt hat. Wir müssen uns jetzt um die Leute kümmern. Ich hoffe, du bist stolz auf dich. Ich kann einfach nicht glauben, dass du sowas so eiskalt durchziehen kannst. Ich weiß gar nicht, was du willst. Es war eine brillante Strategie. Mason, deine Frau kommt dadurch ins Gefängnis. Kannst du dir vorstellen, wie erniedrigend das für sie ist? Was für ungewöhnliche Töne. Ich kenne eine Menge Leute, die schon mal gesessen haben. Vielleicht sollten wir eine Capwell-Suite einrichten. Ich bin doch nur daran interessiert, wieder eine Chance bei Julia zu kriegen. Ach, und so wie du mit ihr umgehst, wird sie sicher weich werden. Ja, weil ich sie dahin gebracht habe, wo sie nicht weglaufen kann und mir zuhören muss. Im Gefängnis? Wäre ein Restaurant nicht der bessere Ort gewesen? Du hast ja keine Ahnung. Sie scheut meine Gegenwart wie das Feuer. Ich gebe ja zu, das mit Sascha war ein Fehler von mir, aber ich bin der Überzeugung, dass es einen nicht die Zukunft kosten darf, wenn man einen Fehler macht. Fehler nennst du das? Du warst für 3 Monate verschwunden, ohne ihr zu sagen, wo du steckst. Du warst einfach verschwunden für 3 Monate. Wir haben alle gedacht, dass du tot bist, Mason. Der Herr leistete sich eine Affäre. Denkst du nicht auch, dass das ein bisschen mehr ist als ein einziger Fehler? Also schön. Schön, ich gebe zu, es war nicht nur ein Fehler. Wirst du diejenige sein, die den ersten Stein wirft? Also, hier stehen wir beide nun. Beide jeweils unheimlich verliebt und doch unglücklich. Ich weiß, was für ein Mann ich bin. Ich kann zwar versprechen, ein perfekter Ehemann zu werden, aber es zu halten ist sehr schwer. Ich weiß, meine Entschuldigungen haben sich inzwischen erschöpft. Ich versuche es mit Aufdringlichkeit, mit Betteln. Ich sehe keine andere Alternative mehr, außer sie auf diese Weise zu erweichen. Ich kann sie nicht verlassen, das geht einfach nicht. Julia hat mich ins Leben zurückgebracht, nachdem ich Mary verloren hatte. Kannst du dich noch an die Zeit damals erinnern? Ich habe doch alles Mögliche angestellt, außer mir die Pulsadern aufzuschneiden. Ich kann es noch nicht einmal ertragen, mich an diese Zeit zu erinnern, ganz zu schweigen davon, diese Phase meines Lebens zu wiederholen. Irgendwann habe ich etwas bemerkt, was ich für fundamental halte. Es gibt 2 Arten von Menschen auf der Welt. Verheiratete und Unverheiratete. Ich bin verheiratet. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass mich etwas dazu gebracht hat, die selbstzerstörerischen Gefühle zu unterdrücken oder sogar zu besiegen. Ich bin verheiratet. Ist das nicht simpel? Und möglicherweise könnte dir meine Erfahrung nützen. Ja, das kann sie. Es tut mir leid, aber ich kann nicht stundenlang auf Telefonanrufe warten und ich verstehe auch nicht, wie du das kannst. Jetzt bist du wieder an der Reihe. Gib mir ein paar Tipps. Cruz ist durch ein nächtliches Ständchen unterm Fenster nicht zurückzugewinnen. Sind wir endlich fertig? Das ist doch hier nicht die Festnahme Noriegas. Spaßvogel. Also wie wär's, wenn du noch einen Kommentar abgibst, Mason? Naja, ein paar Bemerkungen aus dem Stegreif werde ich wohl machen müssen. Gut, sag mir, wann du fertig bist. Kein Problem, ich bin soweit. Kamera läuft. Wir sind hier auf der Polizeiwache mit Mason Capwell. Mr. Capwell, sagen Sie uns, wieso war es so wichtig für Sie, Mr. Griffin anzuzeigen? Nun, ich glaube an das Gesetz und ich habe die Pflicht, unsere Gesetzgebung zu schützen. Ich teile die Ansicht, dass jeder Mann in unserem Staat sich zum Wohle der Gesellschaft einiger Aufgaben annimmt, für die es sich lohnt zu kämpfen.
Und von mir sagt man, dass ich ein sehr kämpferischer Mensch bin. Dadurch vergeht die Zeit auch nicht schneller. Wodurch? Durchs Auf- und Abgehen. Man glaubt, die Zeit vergeht schneller. Aber es ist nicht so. Sie sind die erste Frau, die sich für mich hat einsperren lassen. Ich bin noch nie eingesperrt worden, schon gar nicht von meinem eigenen Mann. Aber lassen wir das lieber. Sitzen Sie hier wegen der Gerechtigkeit oder weil Sie sich an Ihrem Mann rächen wollen? Von beidem ein bisschen. Wieso? Macht mich das unglaubhaft? Mir steht es nicht zu, mich zum Richter aufzuschwingen. Auch wenn wir tatsächlich Betrüger wären, könnten wir uns Mason gegenüber moralisch überlegen fühlen. Sie erzählten mir neulich, dass er die Trennung noch nicht ganz akzeptiert hat. Nein, das ist seine Demonstration von Stärke. Seine Auffassung von Gleichberechtigung. Es wäre das Beste, man würde ihn auch einsperren. Und haben Sie die Trennung akzeptiert? Ja, ich habe ihm gesagt, dass es vorbei ist, doch er wollte mir nicht zuhören. Und jetzt hat seine krankhafte Eifersucht ihren bisherigen Höhepunkt erreicht. Eifersucht meinetwegen? Sie müssen denken, er ist ein Idiot. Nein, ich weiß ja kaum was von ihm. Ich schon. Er ist ein Idiot. Doch ein ganz liebenswerter. Jetzt klinge ich wie ein Idiot. Julia, wollen Sie mir nicht einen Gefallen tun? Bitte bewundern Sie mich nicht. Ich tu's aber. Ich bewundere Sie. Ich habe einfach nie jemanden kennengelernt, der so selbstlos ist. Ach was, das bin ich nicht. Nein. Ich kann Ihnen Geschichten über mich erzählen, bei denen Ihnen die Haare zu Berge stehen. Dann schießen Sie los. Meine Haare haben sowieso nichts Besseres vor. Was ist? Kannst du mich hören? Weder das Pferd noch Travis ist hier in der Nähe. Das ist doch merkwürdig. Vielleicht laufen sie noch eine Runde. Das war ein Scherz, Inspektor. Weißt du, es ist viel einfacher für mich, so mit dir zu reden, als wenn du mich immer anstarrst, als hätte ich die größten Warzen im Gesicht. Also, du sollst eigentlich nur wissen, dass ich mich in meiner Polizeikarriere noch niemals so sicher gefühlt habe wie jetzt, wo ich dich in meiner Nähe weiß. Das muss man genießen. Ich danke dir. Red nicht so viel. Achtung, da kommt jemand. Ganz ruhig da, Victor, ganz ruhig. So, und dann sind wir wieder zu Hause. Ein Stallbursche unter Victor. Ich kann aufzählen. Alle beide lehnen eine Kaution entschieden ab. Also gibt es da für uns im Moment nicht gerade viel, was wir für sie tun können. Du meinst, du hättest ein Pokerface, Michael, aber da irrst du dich. Ich verstehe kein Wort. Du hast die Frage nicht beantwortet. Hattest du mich etwas gefragt? Es ist in Ordnung, wenn du nicht darüber sprechen willst. Ich meine, du könntest annehmen, ich wäre eifersüchtig auf dich und Julia. Das bin ich nicht. Ach, das ist eine lange Geschichte. Also gut, als ich nach Santa Barbara kam, Mason war gerade verschwunden und wir wussten nicht, ob er überhaupt noch lebt. An diesem Punkt entwickelten wir ein enges Verhältnis. Ja, und? Julia ist eine wirklich liebenswerte Frau und ja, ich bewundere sie. Und diese Frau hat mich damals magisch angezogen. Nur, du weißt doch, ich war Priester und... Was wäre geschehen, wenn du keiner gewesen wärst? Das ist meine Sache und mehr will ich zurzeit auch nicht darüber sagen. Verstehe. Bitte glaub mir, wenn... Julia ist jetzt für mich passé. Ganz unabhängig von dem, was sie so sagt und was sie von mir hält. Punkt. Auch wenn ich darüber nachdenke, was hätte passieren können, das ist vorbei. Heute denke ich nur noch über unsere gemeinsame Zukunft nach. In Ausreden bist du wirklich unschlagbar, Michael Donnelly. Sind Sie direkt nach Nizza gefahren, als Sie in San Sebastian entlassen wurden? Nein, nicht direkt. Ich habe das Gefühl, dass Sie nicht gerade gern über Ihr Privatleben sprechen wollen. Wieso? Weil ich Ihnen meine Antworten nur zögernd gebe? Oder gar nicht?
Ich wollte Sie mit meinen privaten Problemen nicht belästigen. Sie müssen ganz schön wütend auf Mason sein. Oh, mit seiner Wut muss man haushalten. Wenn man sie verschwendet, ist plötzlich keiner mehr da, wenn man sie braucht. Das sollte ich mir merken. Nur, wenn es dann mal soweit ist, wird es furchtbar. Oh, vielleicht haben die es sich anders überlegt. Nimmst du die Anzeige zurück? Nicht direkt. Bezirksstaatsanwalt Escher wird sich von jetzt an mit Mr. Griffins Angelegenheit befassen. Was hast du vor? Ich dachte, du könntest Gesellschaft gebrauchen. Was soll denn das nun schon wieder bedeuten? Ich habe hier ein Buch über Selbsterfahrung. Ich lese dir daraus vor, falls dir langweilig ist. Du hast jemanden bestochen, nicht wahr? Es handelt von Liebe und Verpflichtungen und all diesen Dingen, die eben in solchen Büchern eine Rolle spielen. Du hast jemanden bestochen. Ich werde dafür sorgen, dass dir die Lizenz entzogen wird. Ich verklage dich. Nichts würde mich mehr begeistern, als in dieser Zelle mit dir alt zu werden. Vielleicht wird Samantha auch mal eine Verbrecherin. Wache! Wache! Lassen Sie mich hier sofort raus! Was sollen wir jetzt tun? Der Boss hat in den Bergen eine Hütte. Dort treffen wir uns mit ihm. Was soll der Quatsch? Stark Victor auf Skiern? Das schaffen wir schon. Los, nimm die Decke. Du hast ja keine Ahnung, was dir da entgeht. Kalbsschnitzel. Der Küchenchef des Orient Express hat es so zubereitet, wie du es magst. Ich bin nicht hungrig. Das finde ich wirklich sehr bedauerlich. Oh, und diese Kartoffelbällchen. Wunderbar. Dieser Entenbrustsalat. Unglaublich, der hat ein Dressing, sowas gibt's im Leben nicht. Hörst du endlich auf mit dem Terror? Tut mir leid. Was hat dich denn nur so verstimmt? Du hältst mich als deine Gefangene, Mason. Und soll ich dir sagen, was das wirklich Bizarre an der Sache ist? Ich weiß nicht. Das wirklich Bizarre daran ist, dass ich es selbst auch als bizarr empfinde. Was du getan hast, den Versuch, mich in einen Flugzeugabsturz zu verwickeln, abendlichen Ständchen, Tonnen von roten Rosen, die fast unser Haus zum Einsturz gebracht hätten, bist du sicher der Ansicht, ich hätte mich daran gewöhnt. Und selbst wenn du mich in ein U-Boot eingesperrt hättest oder sogar vielleicht in ein Space Shuttle, sollte ich annehmen, dass sowas zu deinem ganz normalen Verhalten gehört, aber das tue ich nicht. Ich finde das nur einfach absonderlich. Du bist absonderlich. Du benimmst dich so, wie ich es nie von dir gedacht hätte. Bist du dir darüber im Klaren? Sag was. Ich versuche gerade herauszufinden, ob du das gut oder schlecht meinst. Ich habe mich doch sehr zivilisiert ausgedrückt. Das ist immer der beste Ausgangspunkt. Zuerst sag mir, warum du Derek als deinen Gegner betrachtest. Tu ich nicht. Aber sicher tust du das. Du bist eifersüchtig auf diesen Mann. Das kann man nun wirklich nicht von mir behaupten. Er ist ein Klient und mehr nicht. Leugnest du etwa, mit einem Geistlichen geschlafen zu haben? Mason, ich denke nicht, dass es der Gegenstand unseres Gesprächs ist, wer hier mit wem schläft. Alles, was ich versuche, ist, dein Erinnerungsvermögen ein bisschen aufzufrischen. Du bist doch eine sehr intelligente Frau. Aber da gibt es einen Teil in deinem Gehirn, links vom Zentrum, der ist vollkommen besetzt mit rosa Filz. Aber dafür kannst du nichts. Es ist biologisch bedingt, dass du dich immer wieder hinziehen lässt zu solchen Warzenschweinen wie Derek Griffin. Warzenschwein? Und dieser Teil steht direkt in Verbindung zu dem Rest deines Gehirns, mit dem du deine Strumpfhosen aussuchst. Das ist meine eigentliche Sorge. Willst du mich hier für ewig einsperren, um mich von den Männern fernzuhalten? Schatz, ich möchte dich doch nur vor demselben Fehler bewahren, den ich bei Sascha gemacht habe. Nichts für ungut, Liebling. Ich bin nicht so wie du. Nenn mich ruhig ein Mauerblümchen, aber ich finde nun mal kein Interesse daran, Sex mit Typen zu haben, die ich nicht mal kenne. Ich lese lieber ein gutes Buch. Und genau das habe ich dabei.
Bildest du dir etwa ein, ich sei von der Sorte, die sich mit allem, was sie haben, an ein Warzenschwein ranschmeißen, nur um sich an dir rächen zu können? Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich wette, Michael rezitierte diese Passage mehr als einmal an jedem Abend. Es reicht! Schluss! Soweit ich mich hier umsehen kann, bin ich alleine. Du existierst nicht. Wenn du nicht den Teller wegnimmst, dann mache ich aus dir Kotelett. Wie wär's mit einem Tänzchen, um das Eis zum Schmelzen zu bringen? Ach nein, lieber nicht. Mit vollem Magen. Warum meditieren wir nicht zusammen? Oder noch besser... Du meditierst, während ich in Ruhe verdaue. Wie lange werden wir denn zu dieser ominösen Hütte brauchen? Sie liegt von hier 100 Meilen nordöstlich, so etwa 1 bis 2 Stunden. Weißt du, Niki, wir sind ein gutes Team. Ja, das finde ich auch. Los, dann lass uns fahren. Wir melden uns gleich wieder mit Bob von der Sportredaktion. Aber zuerst ein aktuelles Feature von Eden Castillo über die Obdachlosen in unserer Stadt. Hallo? Hallo, ich bin's. Oh, schön. Ich bin zu Hause. Du kannst herkommen, wenn du möchtest. Leider bin ich gerade mitten im Einsatz und meine Ermittlungen führen mich aus der Stadt raus. Oh, naja, ist gut. Wir müssen uns eben ein anderes Mal... Ich muss jetzt sofort los. Ich rufe dich morgen an. Es tut mir leid. Ich rufe dich morgen an. Mach's gut. Es war eine der kältesten Nächte in Santa Barbara. Zunächst dachte ich, meine Story würde sich nur um das Wetter handeln, aber dann befand ich mich schon mitten in einem leidenschaftlich ausgetragenen Disput. Oberflächlich betrachtet scheint es um den uralten Konflikt zwischen Arm und Reich zu gehen. Aber wenn Sie genauer hinsehen, liebe Zuschauer, dann werden Sie bemerken, dass es hier um etwas ganz anderes geht. Diese Reportage zeigt uns, wie weit Menschen in ihrem Kampf um das, was sie lieben, gehen können. Ungeachtet der Schlachtfelder, die sie hinterlassen und was immer es kosten mag. Liebe und Leidenschaft, Intrigen und Hass. Wie es weitergeht, erfahren Sie schon morgen zur gewohnten Zeit im California-Clan hier bei RTL.